Und dabei müssten wir eigentlich ziemlich viel Lebenskraft haben, weil ich habe ja einmal aus Versehen 3 Punkte auf Lebenskraft verteilt, weil... Ne, ihr erinnert euch an den Fail von vor ein paar Folgen. Oh, das sind ziemlich viele, aber nichtsdestotrotz... Das sollte schaffbar sein. Das sollte schaffbar sein. Nicht wahr? Okay, der Heiler da, der kommt als nächstes weg. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Ja, ja, ist okay. Die drei Goblins, die kriege ich jetzt auch noch ohne Magie weg. Und zack. Das ist auch ein ziemlich cooler Angriff. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Wenn man so hoch springt und dann im Sprung die linke Maustaste drückt, dann führt der Charakter so einen nach unten Schlag aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mehr Schaden bringt oder irgendeinen anderen besonderen Sinn hat, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und jetzt liefere ich mir gerade hier ein Scharfschützenduell mit ein paar hundsgemeinen Goblins, die alle nicht zielen können. So, jetzt sollte es wieder mit dem Schwert gehen. Okay, erstmal die ganzen Schamanen. So. Okay, Krieger, kommt her. Lasst euch von den Heilern nicht unter Druck setzen. So, der ist tot. Trotzdem Heilzauber, den der Heiler gewirkt hat. Und jetzt sind hier nur noch die Fernkämpfer. Noch nicht. Sollten aber auch kein Problem darstellen. Warte, das ist ein Heiler. Das bedeutet, den besiege ich zuerst. Um Gottes Willen, mach mir doch nicht so viel Schaden. Ich habe immer noch nichts zum Lebensenergie regenerieren. Das finde ich ein bisschen doof. Ich glaube, ich werde zum Dorf gehen müssen, zum Trümmertal-Dorf und mir da Heiltränke kaufen. Wenn ich den nächsten Wegschrein hier irgendwo finde, dann mache ich das auch. Oh, guck mal. Wenn man vom Teufel spricht, finde ich direkt einen Heiltrank. Aber es ist nur einer. Und mit einem Heiltrank kommt man in die Minis 2 nicht weit. Das ist genauso wie bei Titan Quest. Zack. Ho. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Angriff, wenn man so... Dann kann man sich viel Schaden ersparen. Das ist relativ cool. So. Jawohl, es läuft doch. Es läuft. So, was ist das für eine Höhle? Die Tür dies geht nicht ist auf. Robins Lager. Wie lautet das Kennwort? Ich weiß es das nicht. Ist schade. Ich glaube, Robin ist auch einer von diesen besonderen Banditen, die wir für den Hauptmann töten müssen. So, außer Enten ist da nichts. Dann gehe ich hier mal hoch. Um euch das mal zu zeigen, den Umfang des Trümmertaldorfes. Da oben, des Trümmertals. Das ist das gesamte Trümmertal. Da oben ist das Dorf, da ist der Turm und hier sind wir gerade. Nur um euch mal so ein bisschen darauf einzustellen, wie groß die Ausmaße der Spielwelt. Ja gut, so groß ist sie jetzt auch nicht. Die gesamte Spielwelt des Spiels generell, aber da sind menschliche Gegner. Und es sind Speer vom schwarzen Ring und mit Bogen. Bedeutet, ich fühle mich gar nicht gut. Ihre Schüsse treffen immer. Ich und fühle das mich ist... gar nicht gut. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hatte null... Null! Null Lebenspunkte. Und dennoch habe ich überlebt. Das ist seltsam. So, da oben ist was. Ich versuche da mal hinzukommen, ohne bei den Speeren des schwarzen Rings vorbeigehen zu müssen. Und ich glaube, da ist ein Ort, den wir auch für eine Quest brauchen. Ich verrate aber noch nicht, für welche Quest. Die Quest haben wir auch schon. Hier sind auf jeden Fall erstmal ein paar Kisten. Die Geschichte der Drachentöter, der Teil 3. Diese Bücher, die nehme ich einfach mal mit, weil... Naja, einfach nur so.
Hallo! Madame Sosostra heißt euch willkommen. Drachentöter und Drachenritter. Woher wisst ihr das? Das ist nicht schwierig mit einer Gabe, wie ich sie habe. Ich bin Hellseherin. Und für eine bescheidene Summe sehe ich gerne in eure Zukunft. Okay, sag mir bitte meine Zukunft voraus. Natürlich, wenn die Bezahlung stimmt. 50 Gold, ich glaube, das ist nicht allzu viel. Hier bitte. Nun gut, mal sehen, was die Zukunft spricht. Ich sehe ein weißes Wesen, klein und hübsch. Folgt ihm, stört es nicht. Dann wird es euch zu einem großen Schatz führen. Möge das Schicksal mit euch. Okay, wie viel Gold haben wir eigentlich? 4318. Kein Verlust. Die Tür geht nicht auf. Das ist schade. Überall diese Lager mit irgendwelchen Namen, die man so, mit denen man so noch überhaupt nichts anfangen kann, aber. Werden diese Lager eigentlich auf der. Nee, die werden nicht auf der Karte verzeichnet. Dann muss ich die, wenn ich irgendwann diese Namen alle damit was anfangen kann, dann muss ich die alle wieder suchen. Naja, okay. Das Trümmertal ist groß und wir werden hier auch viel Zeit verbringen, denn es gibt hier viele versteckte Quests. Oh, Drachentöter! Hier drüben! Oh mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Ich sterbe. Ich heile euch. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Selbst wenn ich in der Heilquelle von Allerot baden würde. Ich wurde niedergemetzelt. Wir alle wurden niedergemetzelt. Wir haben einen neuen Minenschacht gegraben. Aber dann sind wir aus dem Nichts diese Bestien aufgetaucht und haben uns zerfleischt. Bestien? Zähne wie Löwen, Klauen wie Bären, Augen wie der Teufel. Sie sind da drin, in der Dunkelheit. Oh. Schön hier. Talana, ich mag sie. Verweste Überreste eines Kopfes. Ja, und bei diesen Lebewesen, die da drin in dieser Höhle hausen, handelt es sich tatsächlich um die 4 verlorenen Kreaturen von dem Nekromanten. Von Naberius. Hieß er Naberius? Tagebuch? Da müsste das ja drin stehen. Nein, 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 nein. Da, dem Tod auf den Fersen. Ich bin auf einen Nekromanten namens Naberius gestoßen, der Kreaturen aus den Gliedmaßen verschiedenster anderer Kreaturen erschafft. Diese sollen ihrem Meister auf dem Schlachtfeld zur Seite stehen. Die von Naberius erschaffenen Kreaturen laufen jedoch weg und ich soll herausfinden, wohin. Wenn ich ihm helfen kann, wird er bestimmt eine Kreatur für mich erschaffen. Ja, und genau diese Kreaturen befinden sich in dieser Höhle da. Ohne Kiste. Die ich nicht öffnen kann. Und sie scheinen offenbar Gene zu trommeln, wie ich das so höre. Okay, mal speichern und... schauen, was uns da drin erwartet. Oh, ich liebe diese Musik, diese Höhlenmusik. Oh, das weckt Erinnerungen wach. Das Spiel ist einfach nur hammergeil. Da ist schon die erste von ihnen. Niedere Kreatur auf Level 10. Die sind aber ziemlich stark, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Na, die hat mir locker die Hälfte meines Lebens abgezogen. Okay. Ich glaube, hier war keine mehr von denen. Wieso sage ich glaube? Ich weiß es gar nicht, weil ich die Höhle gar nicht auswendig kenne. Die Truhe da sieht wertvoll aus und ich kann sie aber nur mit einem Schlüssel öffnen. Das sieht man daran, dass die Schrift rot ist. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Aber erst sammle ich hier die ganzen Edelsteine ein, die ja an den Wänden in diesen Erzadern hängen. Ja, da, dieses Schloss kann nicht mit Schlösserknacken geöffnet werden. Das bedeutet, die Fähigkeit ist dafür gar nicht relevant, sondern ich brauche dafür einen Schlüssel. Wenn dafür eine Fähigkeit, also die Fertigkeit, Schlösserknacken, relevant ist, aber sie einfach zu niedrig ist, dann ist die Schrift orange. Und also dann steht dann eure Fertigkeit. Schloss knacken ist zu niedrig oder sowas. Da sind die restlichen drei. Drei auf einmal, na super. Das wird witzig. Und ich glaube, hier komme ich gar nicht drum rum, den Bogen einzusetzen.
Weil die metzeln mich sonst nieder. Nein, nein, nein. So, schön Flächenschaden machen. So, der ist tot. Und gegen den komme ich so an. Hoffe ich zumindest. Zack. Oh nein. Nein, 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 nein. Boah, 51 Schaden. Nein. Aber so. Gut. Da, Kristallschädel und ein Schlüssel. Ich denke mal, der Schlüssel ist... Ja, Quest aktualisiert ihm Tod auf den Fersen. Können wir ja mal eben reinschauen. Ich bin Amirus, Kreaturen bis zu einer Höhle im Tal gefolgt. Darin befand ich einen merkwürdigen Gegenstand, einen Kristallschädel. Die Kreaturen wurden von ihm angezogen, was ihn für diejenige Person wertvoll macht, die eine Kreatur beherrschen wollen. Diesen Kristallschädel werden wir Naberius bringen. Und jetzt kann ich auch endlich die Truhe hier öffnen, wunderbar. Und jetzt gehe ich noch einmal dahin, wo die Kreaturen da gerade waren. Ich glaube, da ist auch noch irgendwas. Ich nehme es einfach mal an, dass da noch irgendwas ist. Es wäre untypisch für Divinity 2, wenn da nichts mehr wäre. Hallo. Ja, guckt, eine Truhe. Mit einem Schild und einer starken Veredelung. Habe ich zu den Veredelungen schon was gesagt? Veredelungen, damit kann man quasi... Diese Veredelungen, da kann man auf Waffen und Rüstungen draufsetzen und dann erhalten diese Waffen und Rüstungen halt den Effekt von der Veredelung. Das kann ich so noch nicht machen, dafür brauche ich auch noch so eine Werkstatt, so eine Art Werkstatt. Davon gibt es hier im Trümmertal auch eine. So, Dodo. Wo bin ich gerade eigentlich, würde mich mal interessieren. Neue Grabung. Und da oben... Genau, da oben ist die alte Höhle, wo Naberius drin ist, da, so. Ganz schön weiter Weg, den wir bis jetzt schon zurückgelegt haben. Da, ja, genau, da ist die Schrift dann halt orange, wenn wir dafür die Fähigkeit Schlösser knacken benötigen. Na, willst du wohl drüber gehen, dankeschön. Da sind noch zwei Kisten, die mache ich auch noch eben kaputt. So. Ganz schön steiler Abhang hier. Und ich glaube, mit dem Ausblick hier beende ich dann auch hier die Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Wir haben die Quest für Naberius beinahe abgeschlossen. Wir müssen ihm nur noch den Kristallschädel bringen. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.